Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es so ein cooles Video, worauf ich mich mega freue. Denn es gibt einmal meine vier Favoriten von Weight Watchers und dazu gibt es die alle noch zu gewinnen für euch. Wie cool ist das denn mit? Ich freue mich mega. Das sind einfach so Alltagshelfer für mich, die mir das Ganze so vereinfachen, Weight Watchers wirklich durchzuziehen und ja, einfach mehr Freude bringen so in das ganze Thema. Und ja, da war ich doch einfach mal so frech und habe die Firmen angeschrieben, ob die mir nicht für euch vielleicht auch was für eine Verlosung zur Verfügung stellen wollen. Und das haben sie dankend angenommen. Und ich freue mich darüber mega, denn so habt ihr halt auch noch was mit davon. Und ich verlinke euch wie immer alles hier unten in der Infobox, in diesem kleinen Dreieckchen, einfach mal draufdrücken. Da ist mein Instagram-Kanal drin, könnt ihr draufdrücken und hinkommen. Da wird die Verlosung nämlich jeden Advent stattfinden. Da sind die Firmen alle genannt. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Und das soll jetzt hier gar kein Ranking sein. Das ist jetzt nicht, dass das Platz 1, Platz 2 oder sonst irgendwas ist, sondern das sind wirklich so meine vier Sachen, die mir halt einfach helfen. Es gibt halt nur an jedem Advent immer was Bestimmtes zu gewinnen. Also nicht falsch verstehen. Ich würde sagen, wir starten halt mal mit meinem Aromapulver. Ich denke, viele, die mir schon folgen oder die schon meine Videos verfolgen, die kennen das schon ein bisschen von mir, dass ich die sehr, sehr gerne benutze. Und zwar sind es meine Flavs, die Pulver. So sehen die aus. Das sind halt wirklich so kleine Dosen. Da ist ein Pulver drin in verschiedensten Geschmackrichtungen. Schmeckt nicht so künstlich, wie wenn ihr diese Flav Drops kennt, glaube ich, mehrere. Könnt ihr in euren Skier mischen. Ihr könnt damit backen. Also ihr könnt Kakaochen daraus machen, wenn ihr so ein Schoko-Aroma-Pulver habt. Ich zeige euch das mal, so ein paar hier. Das ist zum Beispiel Stracciatella, Schokolade, sehr geil für Kakao oder so für Kuchen und so. Haselnuss ist übrigens super, wenn ihr das in den Skier reinmischt, dann schmeckt es wie Monte einfach mal. Das Schöne an den Aromapulvern ist einfach, ihr habt 0 Punkte. Das ist so geil und es schmeckt einfach so lecker. Es schmeckt, als wenn ihr das cremigste Dessert irgendwo esst. Also echt der Hammer. Falls ihr das hier hört, es regnet hier gerade ohne Ende und in den Velux-Fenstern ist es mal ein bisschen laut. Auch sehr, sehr geil. Zimtschnecke jetzt noch für die Weihnachtszeit. Cheesecake gibt es. Es gibt... Also ich habe noch nicht mal alle Sorten. hier so ein Raffaello-Geschmack. Es gibt Vanille, so ganz Standard-Erdbeer gibt es, glaube ich. Auch Kinderschokolade gibt es, habe ich leider noch nicht getestet. Tiramisu, auch geil, wenn ich so den Skiramisu mache. Habt ihr halt diesen Tiramisu-Geschmack, aber ohne Punkte. Butterkeks ist auch mal sehr, sehr lecker. Und als letztes hätte ich jetzt hier noch Cookies and Cream. Also ein Oreo-Verschnitt. Und genau, einfach nur, um euch die mal zu zeigen. Denn das Schöne ist, ihr könnt am Gewinnspiel teilnehmen und Flavsy stellt euch zwei Sorten eurer Wahl, also dem jeweiligen Gewinner, könnt ihr euch aussuchen und die könnt ihr gewinnen. Wie cool ist das denn? Freue ich mich mega drüber. Falls ich euch so eine Empfehlung aussprechen darf, also meine Lieblingssorten sind tatsächlich Stracciatella und Schokolade. Das ist halt meins, aber das muss jeder selber wissen, wer was so mag halt. Aber das sind so meine All-Time-Favorites einfach. Ja, was kann ich euch dazu sagen? Also die sind halt noch also zum Süßen geeignet halt. Nicht nur dieses Aroma, sondern die Süßen auch. Also ihr braucht in der Zeit halt keine andere Süße, sondern habt halt da wirklich eine Zero-Variante mit drin. Wird mit Inulin gesüßt, also auch ein sehr, sehr verträgliches und ein sehr, sehr hochwertiges Süßungsmittel. Ich hatte schon mehrere... Na, jetzt fällt es hier gleich runter. Mehrere Pulver, die ich ausgetestet habe. Und ich muss sagen, das sind mir die liebsten, weil sie einfach nicht künstlich schmecken. Ja, also ich bin da restlos begeistert, sonst würde ich euch das nicht ständig empfehlen. Ich habe auch auf Instagram einen Rabattcode für die, die es bestellen wollen, in meinen Highlights. Könnt ihr einfach reinschauen und die bestellen. So, ich würde sagen, den ersten Advent haben wir abgearbeitet. Jetzt kommt der zweite Advent, beziehungsweise mein zweiter Tipp für euch, was euch bei Weight Watchers einfach das Leben erleichtert. Und zwar ist das Zucker. Wer kennt's? Zucker ist einfach ein Süßstoff im Prinzip, aber ein relativ natürlicher, also ein sehr natürlicher, das ist ein natürlicher Süßstoff, das ist jetzt nicht irgendwie sowas Künstliches, sondern das ist wirklich jetzt, also hier in dem Fall ist es Erythrit, das ist halt so ein, von der Süßkraft könnt ihr sagen, ein bisschen weniger als normaler Zucker, aber auch für Zero-Leute mega, oder? Und
Ich benutze das auch zum Beispiel wieder zum Backen ganz, ganz viel. Ich benutze es, um ja, irgendwelche Sachen zu süßen oder wenn mal irgendwo noch eine Prise Zucker reinkommt. Die Prise spare ich mir und nehme dann wirklich hier diesen Zucker light. Es gibt verschiedenste, ich habe da auch mal ein ganzes Video zu gedreht. Es gibt zum Beispiel auch diesen Bronx-Zucker, also so eine Art Rohrzuckerersatz. Es gibt Xylit von, wie nennt sich der, Zucker Premium. Der ist sehr nah dem normalen Zucker, hat aber auch wieder ein paar Pünktchen, deswegen greife ich halt immer lieber dazu. Das muss aber jeder selber entscheiden, wie er das mag. Also als Tipps einfach von mir, solltet ihr einen Thermomix oder eine Küchenmaschine haben, die das kann, mache ich mir hier raus zum Beispiel auch Puderzucker. Den könnt ihr auch so kaufen, Puderzucker. Ich mache ihn mir dann einfach selber aus dem Erythrit und ja, gebe den dann rein. Pulverisiere mir den, weil dann schmeckt es einfach das Ganze immer so ein bisschen runder, ein bisschen, ja, einfach feiner halt. Zum Beispiel habe ich Plätzchen gebacken damit. Ich habe einmal normale mit Butter und Zucker gebacken und einmal halt welche mit Margarine und Zuckerleite und dann halt vorher pulverisiert. Und die haben mir tatsächlich besser geschmeckt als die normalen Plätzchen, also richtig krass. Ich mache daraus zum Beispiel auch Vanillezucker selber. Das gibt es, glaube ich, so nicht zu kaufen. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber habe ich, glaube ich, im Sortiment noch nicht gesehen. Die sind ja hier so relativ führend, was so Zuckerersatz angeht. Vor allem bekommt ihr das bei DM und sonstigen. Dann, was mache ich denn da immer? Ich muss gerade mal überlegen, genau. Ich nehme das Erythrit, nehme so ein Schraubglas oder ein Wegglas, was ihr so habt, mit Deckel halt einfach, gebe da eine ganze Vanilleschote rein und dann lasse ich das eine Woche ziehen. Ich rühre das mal zwischendurch ein bisschen um, weil der wird ja so ein bisschen härter durch die Feuchtigkeit in der Vanilleschote. Und dann pulverisiere ich das im Thermomix und dann habe ich immer Vanillezucker da ohne Punkte und das ist mega geil. Und das Schönste ist, auch da gibt es wieder ein cooles Paket von Zucker zu gewinnen und zwar am 2. Advent. Auch wieder hier unten reinschauen, ihr Lieben. Und was könnt ihr gewinnen? Also ihr könnt, mega geil, eine Zuckerleitdose gewinnen. Dann könnt ihr auch diesen Bronx-Zucker gewinnen und für diejenigen halt auch, was heißt für diejenigen, aber es ist halt einfach mit in dem Paket drin, gibt es den auch nochmal als Puderzucker. Wie gesagt, ich mache mir den halt selber, aber finde ich auch eine coole Sache für diejenigen, die halt einfach keine Küchenmaschine oder so zur Verfügung haben. Also ein sehr hochwertiges Paket, auch hier wieder. Ich freue mich mega, Leute, euch das alles so, ja, ermöglichen zu können. Das macht mir einfach richtig viel Freude. Ja, ich würde sagen, wir sind bei Nummer 3 und zwar kennen das, glaube ich, auch schon viele von mir. Und zwar bin ich ja ein Verfechter von Proteinshakes bzw. Nahrungsergänzungsmittelshakes. Also nicht die krassen Sportlershakes, das sieht man, glaube ich, dass ich hier nicht die krassen Muckis oder so habe. Ne? Aber einfach ein Proteinshake, der mir alle Vitamine gibt und sowas alles. Und damit bin ich einfach immer am besten mit Shaco gefahren, muss ich einfach so sagen. Das sind meine Lieblingsshakes. Ich glaube, die, die mir folgen, kennen ihn zu Genüge. Ich mache da die wildesten Kreationen raus. Ich backe damit auch zum Beispiel. Ein guter Mehlersatz halt einfach teilweise auch, um ein bisschen Punkte zu sparen. Denn das ist so punktefreundlich, Leute. Das ist so wahnsinnig punktefreundlich. Genau, ihr könnt euch halt einfach einen Shake draus machen. Das mache ich ganz oft, wenn ich keine Zeit habe, mir jetzt irgendwas Gesundes zu machen, was Gesundes zu kochen oder so. Einfach mal so ein Shake, Lieblingsshake, wer mich kennt, weiß, hier Schokoshake mit gefrorener Banane, einmal im Thermomix richtig krass aufgeschäumt. Und da empfehle ich euch auch, je nachdem, entweder eine 0,1er, es ist immer draufgeschrieben, 1,5, hält euch natürlich länger satt wegen dem Fett. Ich empfehle euch einfach für die Punkte, Leute, hier eine 0,1er, 0,3er Milch zu nehmen oder halt eine auch sehr coole Sache, ist Alpro Soja Barista, nennt er sich. Das ist zwar ein Sojadrink, also Soja sollte man ja in Maßen genießen, aber ich hole den halt einfach zwischendurch mal, den gibt es sowieso nicht überall zu kaufen. Aber der ist super punktefreundlich und lässt sich auch noch aufschäumen, ist das Coole halt dabei. Der ist halt noch punktefreundlicher als eine 0,1er-Milch und das ist schon krass, oder? Genau, da gibt es auch wieder verschiedenste Sorten. Erdbeer haben wir, wie gesagt, das ist Favorite hier bei mir. Erdbeer könnt ihr aber auch zum Beispiel cool mit so Cremes machen oder so für Biscuit oder sowas in der Art. Und man halt, ich mache ja ganz viele Rezepte immer, wo ich ja so punktefreundlich backe, nennen wir es mal so. Vanille ist auch super zum Backen, weil sehr neutral. Muss ich euch sagen, die sind alle sehr neutral, sehr natürlich vom Geschmack her, also nichts Künstliches oder so. Ihr habt, glaube ich, sogar alles irgendwie natürlich hier drin. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, genau. Habt auf jeden Fall 24 wichtige Vitamine, Mineralstoffe drin. Ja, habt irgendwas, irgendwo stand es auf jeden Fall. Ich weiß es. Das ist alles sehr, sehr... das war es, was ich euch sagen wollte. Es ist das hochwertigste Eiweiß, was es, glaube ich, auf dem deutschen Markt gibt. So war das. Auf jeden Fall alles super, alles made in Germany.
Dann haben wir noch Kokos, finde ich auch sehr, sehr cool. Auch wieder ein natürlicher Kokosgeschmack. Also es schmeckt wirklich nach Kokosnuss und nicht nach diesem krassen Kokos, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Was man so manchmal einfach, man assoziiert es irgendwie immer damit, ich weiß gar nicht warum, aber das ist halt wirklich was ganz Natürliches. Kann man auch einen geilen Bounty Shake zum Beispiel draus machen. Und das Schönste ist, ihr könnt alle 4 Dosen gewinnen, wie geil ist das denn bitte? Also ihr bekommt hier Kokos, Erdbeer, Schoko und Vanille. Mega geil, oder? Also ich weiß gar nicht, wie viel ihr hier gewinnen könnt. Das ist echt der Hammer. Das gibt's am 3. Advent. Dann geht's ja auch schon langsam auf die Weihnachtszeit zu. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich gebe immer gerne. Ich bekomme so viel von euch zurück einfach. Und da komme ich gleich nochmal zu, denn es gibt noch was von mir zu gewinnen, von mir persönlich. Also ich finde es halt mega, dass die Firmen das für euch zur Verfügung stellen. Aber ich wollte auch noch irgendwie was von mir geben. Und da kommen wir zum 4. Motivationsfaktor bei Weight Watchers, was mir das Allerwichtigste ist. Die Sachen erleichtern mir mein Leben wahnsinnig damit. Aber ganz ehrlich, die größte Motivation seid ihr. Ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür auf jeden Fall. Denn hätte ich nicht hiermit angefangen, ich weiß nicht, ob ich so durchgehalten hätte. Und eure süßen Kommentare immer und eure süßen Fragen auch so. Also das ist so schön, dass ich euch da auch ein bisschen helfen kann. Oder wenn ihr sagt, oh, die Videos helfen mir halt mega. Diese ganzen Einkaufstipps und sowas, alles super, dass es das gibt. Das freut mich halt wirklich am meisten, muss ich sagen. Und das motiviert mich einfach weiterzumachen und dran zu bleiben. Und ich muss ja immer, also wer mich kennt, ich sage immer, Weight Watchers ist für mich so eine Lebenseinstellung geworden. Ich bin nicht diejenige, die jetzt irgendwie in 3 Monaten, keine Ahnung, 30 Kilo abnimmt oder so, das bin ich nicht. Ich habe bisher meine 10 Kilo in ganz, ganz langsamem Tempo abgenommen, aber so, dass ich halt sagen kann, ich kann dranbleiben. Ich fühle mich wohl damit, also ich kann das in mein Leben integrieren und so und das finde ich halt ganz toll. Deswegen möchte ich euch was zurückgeben und wer weiß, ich war auf dem Weight Watchers Influencer Event am Montag und ja, war sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ihr so ein bisschen was davon hören wollt. Bei Insta habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Mozi Mabuse hat zum Beispiel einen Tanzkurs mit uns gemacht und was halt mega cool ist, ich glaube, ihr kennt ihn, den Fernsehkoch Andi Schweiger, falls nicht, dann guckt mal auf jeden Fall rein, kennt ihr auf jeden Fall das Gesicht, kennt jeder. Und der hat für uns gekocht und das Coole ist, er hat ein Kochbuch rausgebracht für Weight Watchers. Das heißt, da sind mal ein bisschen krass extravagante Rezepte drin, also mal echt was Cooles zum Gucken. Dieses Buch habe ich bekommen und das möchte ich euch einfach verlosen. Als viertes Adventsgeschenk für euch im Prinzip, denn ich glaube, das ist noch nicht mal auf dem Markt, also es gibt es, glaube ich, noch nicht mal zu kaufen und ja, leider habe ich es verpasst, es signieren zu lassen, aber sein Kopf ist drauf, Leute. Ja, bekommt ihr auf jeden Fall dieses coole Buch von mir persönlich geschenkt und ich hoffe, ihr freut euch darüber, da sind echt ein paar richtig coole Rezepte drin, ich glaube, zu viel darf ich jetzt nicht zeigen, aber mal einfach so ein bisschen blättern oder sonst könnt ihr im Internet auch gucken, vielleicht gibt es da irgendwie schon was. Also soweit ich weiß, ist das noch nicht erhältlich. Nur hier. Ja, worüber freue ich mich? Ich freue mich natürlich, wenn ihr ganz, ganz zahlreich mitmacht und worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, ist, wenn ihr das teilt. Teilt das Video, teilt es bei Instagram, teilt es bei Facebook, weil ich glaube, ihr habt einige Freunde, die sich auch darüber freuen würden, weil ich, also ich würde mich mega darüber freuen, wenn ich sowas gewinnen könnte. Das ist echt der Hammer. Ich freue mich, dass ich euch das geben kann und ja, wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit, falls wir uns nicht mehr sehen. Wir sehen uns auf Instagram, aber manche haben halt auch kein Instagram. Ansonsten, wie gesagt, hier reinschauen und ich nehme euch immer mit jeden Tag durch mein Leben, durch meinen Weight Watchers Alltag. Versuche euch zu motivieren, auch ein bisschen sportmäßig. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch wieder zahlreich einschaltet. Bei den nächsten Videos hier verlinke ich euch nochmal 2. Ein Abo-Knöpfchen, da darfst du gerne kostenlos draufdrücken, falls du noch kein Abonnent sein solltest. Würde ich mich sehr darüber freuen, das Glöckchen tippen, damit du auch kein neues Video verpasst. Und dann sage ich tschüss, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr freut euch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Eure Laura.